Hare Krishna, so herzlich willkommen zum Bhakti Shastri Kurs, 18. Kapitel, Bhagavad Gita. Da habe ich ein paar Slides vorbereitet, die wir heute durchgehen wollen, die wir jetzt am Vormittag schaffen wollen. Das wird der Plan sein. Ja, steht das da? Moksha Yoga. Ja. So, das 18. Kapitel heißt Moksha Yoga, die Vollkommenheit der Entsagung. Das 18. Kapitel gilt auch als eine Zusammenfassung von dem, was bis jetzt gehört wurde. Srila Prabhupada sagt das auch zu Beginn, dass eigentlich mit dem 17. Kapitel die Bhagavad Gita beendet ist. Vielleicht noch ein paar Punkte kurz zum, was wir jetzt hier tun. So, wir machen jetzt Bhakti Shastri Kurs. Im Gegensatz zu einer Lecture ist das vielleicht, ist so ein Kurs detaillierter, man geht langsamer, man geht mehr nahe am Text, es ist auch intellektueller in einer Hinsicht, es ist mehr informativ auch, ja. Und deshalb mehr für intelligente Menschen und intelligente Devotees mit brahmanischen Neigungen, was nicht jeder haben muss. So ist es eine Herausforderung für manche, weil man viel zuhören muss und man muss intellektuell, man muss interessiert sein, ja, was ist das alles, und weil es eben sehr viele Informationen sind. Das erstens. So, der Unterhaltungsfaktor ist in so einem Bhakti Shastri Kurs manchmal nicht so hoch. Außer der Lehrer baut ein paar Unterhaltungselemente ein. Aber in der Regel ist es mehr für Leute, die wirklich tiefer gehen wollen. Eigentlich soll Bhakti Shastri sein, tiefer gehen. So wie wir es noch nicht gesehen haben. Weil das, was tiefer ist, das sieht man nicht. Wenn man immer an der Oberfläche ist, kann man nicht das Darunterliegende sehen. So, was wir im Bhakti Shastri Kurs eigentlich machen wollen, wir wollen tiefer gehen. Man kann nicht tief genug gehen. Da gibt es keinen Boden. Weil das ist Krishna, das sind Krishnas Worte. Da gibt es kein Ende, wie tief man eigentlich gehen kann. So, wir versuchen so tief wie möglich, wie es jetzt in unserem Zeitrahmen ist und auch wie es in meinen Nachforschungen liegt, so tief wie möglich zu gehen. Aber ich denke, es wird viel dabei sein, was wir sonst noch nicht so gesehen haben. Nicht nur ist es, dass vielleicht neue Informationen zutage treten, das, ja, spielt schon auf diese Metapher des Tiefergehens an, ja, wir holen was zutage an die Oberfläche, sondern was auch interessant ist beim Bhakti Shastri Kurs, ist Zusammenhänge zwischen bestehenden Informationen zu bekommen. Das sehe ich eigentlich als einer der Hauptaspekte in diesem Studium. Zum Beispiel in den Informationen der einzelnen Verse. Viele der Verse, die wir bis jetzt gehört haben, die kennen wir schon. Aber wie sie in Beziehung stehen, wie sie verbunden sind, und diese Information, die man in der Verbindung bekommt, ist sehr relevant. Um die Bhagavad Gita auch als Gesamttext zu sehen und das System zu sehen, das System der Bhagavad Gita zu sehen. Das 18. Kapitel ist in der Hinsicht jetzt auch relevant, weil es eine Zusammenfassung gibt der 17 vorangegangenen Kapitel und dann die Schlussfolgerung. Das heißt ja auch, das habe ich jetzt hier nicht geschrieben, Prabhupada nennt es Schlussfolgerung. Das habe ich vergessen, ja. Schlussfolgerung. So, das 18. Kapitel trägt den Titel, die Schlussfolgerung. Was ist der Punkt? Gibt es nicht nur als Entwicklung der 17 Kapitel, sondern auch nochmal eine Wiederholung der 17 Kapitel, der Elemente und dann die Schlussfolgerung. So, deshalb ist sehr interessant, das 18. Kapitel ist auch das längste Kapitel. 78 Verse. Und aus dem Grund habe ich mir gedacht, nehmen wir jetzt diese 3 Tage oder 4 Tage
nur für das 18. Kapitel, weil das sehr umfangreich ist. Und um diesem Kapitel gerecht zu werden, brauchen wir ein bisschen Zeit. Das kann man nicht einfach nur schnell so durch. Dann versteht man gar nicht, was es eigentlich bedeutet. So denke ich, haben wir in diesen 3-4 Tagen gute Zeit, uns das ein bisschen detaillierter anzugucken. Nicht so detailliert, wie wir es machen könnten natürlich. Also man könnte dann wahrscheinlich einen Monat lang dieses Kapitel studieren. Dann hat man, denke ich, ein ganz gutes Verständnis. So, obwohl es ein bisschen detaillierter ist, ist dennoch ein Überblick. Wir können uns erinnern, wir hatten das 17. Kapitel, das endet damit, dass man tätig sein soll für Krishna und dann soll immer Om Tat Sat, ja? Om Tat Sat, die Worte, die Handlungen begleiten, und dadurch wird eine Handlung spirituell. Handeln, das werden wir in dem Kapitel auch hören, ist man kann nicht aufhören zu handeln, ja, es ist, was ist das Wort? Unüberwindbar oder unnachgiebig oder mir fällt gerade nicht ein. Simples deutsches Wort. Ja, das ist. Ja, also man muss handeln praktisch. Ja? Krishna wird das noch sagen, wir müssen handeln. So, wir haben dieses Problem, dass wir handeln müssen und handeln uns aber verstrickt. Unumgehbar. Ja, ist auch nicht das Wort, ich suche ein anderes Wort. Unvermeidbar, ich glaube, das ist das Wort. Unvermeidlich. Unvermeidlich. Ja. Ist nicht zu vermeiden, das ist das genaue Wort. Ist nicht zu vermeiden zu handeln. Wir müssen handeln, das sagt Krishna. Wie gesagt, komm dann. Aber durch das Handeln werden wir verstrickt. Durch Handeln kommen wir nicht zu Krishna. So, und deshalb erklärt Krishna, nein, das stimmt nicht. Wenn du richtig handelst, dann kommst du doch zu mir. Das heißt, du musst nicht Handeln aufgeben, was ja Karma ist, sondern du musst nur richtig handeln. Du musst es lernen, spirituell zu handeln. Das war eben dann das Schlusswort in diesem 17. Kapitel. Deshalb, Om Tat Sat, mit diesen Worten weißt du jede Tätigkeit, Krishna, und dann kannst du eben rauskommen aus der Materie, was ja der Hauptpunkt der Bhagavad Gita an sich ist. Wie kommen wir raus aus der Materie? Wir sind so verschmolzen mit Materie, in der Materie, wie soll man da frei werden? Wie soll man erlöst werden? Das ist in allen Religionen einer der grundlegenden Punkte, Erlösung. Gelöst zu werden, die Materie loszuwerden, weil man versteht, sie ist ein Übel. So, auch Bhagavad Gita spricht nun darüber und das hören wir jetzt nochmal im Detail. Hier, Schlussfolgerung, die Vollkommenheit der Entsagung. Ich denke, das passt mal als einleitende Worte. Vielleicht bevor wir den ersten Vers lesen, lesen wir ein paar Worte der Erläuterung aus dem ersten Vers. Und vielleicht Advaita Simmer. Beginn mal die Erläuterung zu lesen. Ohne Vers. Ja, nur die Erläuterung. Im Vers 10. Erläuterung. Eigentlich ist die Bhagavad Gita mit dem 17. Kapitel abgeschlossen. Das 18. Kapitel ist eine ergänzende Zusammenfassung der Themen, die zuvor erörtert wurden. In jedem Kapitel der Bhagavad Gita betont Sri Krishna das hingebungsvolle Dienst für die höchste persönliche Gottes, das endgültige Ziel des Lebens ist. Der gleiche Punkt wird hier im 18. Kapitel zusammenfassend als der vertraulichste Pfad des Wissens bezeichnet. Okay. So, da hören wir es nochmal. Prabhupada sagt genau das. Ja? Mit dem 17. Kapitel ist die Bhagavad Gita eigentlich abgeschlossen, sagt er. Und das 18. Kapitel ist eine ergänzende Zusammenfassung, um nochmal die zuvor erörterten Themen nochmal zu erklären. Und dass die Bhagavad Gita durch und durch immer über hingebungsvollen Dienst spricht. Dass es immer, auch wenn man es nicht sieht, auch wenn man denkt, oh, es ist Jnana-Yoga, oh, es ist Karma-Yoga, Krishna erklärt was anderes. Warum macht das Krishna? Da hatte ich eine interessante Diskussion auch gestern mit Lukas im DT-Vorraum bezüglich, weil er gefragt hat, warum spricht Prabhupada in Mayapur nur über die Wissenschaft? Da hört er gerade Morning Walks von Mayapur und schon 20 Morning Walks und er sagt, immer geht es nur um die Wissenschaftler und immer diese Diskussion, aber das ist doch Mayapur. Der Punkt ist, man braucht Vorwissen, um zum höheren Wissen zu kommen. Das ist wie in der Schule.
Weil Prabhupada weiß, was der Wissensbedarf der Menschheit ist, sozusagen. Weil er den Zeitgeist kennt und weiß, was ist notwendig, was die Menschen wissen müssen, um dann auf die höhere Ebene des Krishna-Bewusstseins zu kommen. Deshalb betont er solche Punkte, auch wenn die sozusagen niedrigere Themen sind. Aber sie sind notwendig. Ja? So in selber Weise spricht Krishna auch über viele verschiedene Themen, die dem Zeitgeist entsprochen haben vor Jahrtausenden. Deshalb Prabhupada, oder deshalb zum Beispiel das Vedanta Sutra. Das Vedanta Sutra ist eigentlich eine Abhandlung oder eine Diskussion über Themen, die die vedischen Weisen geführt haben. Und verschiedene Schulen hatten verschiedene Ansichten. Es gibt ja die Shat-Darshana, Shat-Darshana-Yoga. Shat hat sechs und Darshana-Philosophien. Es gibt sechs Philosophien der Veden, sozusagen, die aus den Veden kommen. Vedische Philosophien mit unterschiedlichen Schlussfolgerungen. Ja, da haben wir mal Mimamsaka, ja, Karma Mimamsa und Purva Mimamsa, Vedanta, das ist Purva Mimamsa, Sankhya und Patanjali's Yoga-System, Yoga-Sutras und was haben wir noch, Nyaya und so weiter. Also verschiedene Systeme, die aber basieren auf den Veden, aber unterschiedliche Schlussfolgerungen haben. Manchmal auch, also die meisten auch Mayavad-Schlussfolgerungen, manche auch komplett materialistische Schlussfolgerungen. So, um dem zu entgegnen, und die basieren oftmals ihre Aussagen auf den Upanishaden, auf Shruti. Und deshalb, Vyasadev schreibt Vedanta Sutra, in dem er diese ganzen Themen diskutiert und dann sagt, nee, es ist hingebungsvoller Dienst. Ähnlich Bhagavad Gita. Krishna sagt, okay, ich weiß, es gibt verschiedene Ansichten. Nun, nicht nur gibt es verschiedene Ansichten, es gibt auch verschiedene Lebensweisen für entsprechende Leute, okay. Aber sie sollen doch alle zum hingebungsvollen Dienst kommen, zu Bhakti, zu mir. Sollen ja zu mir kommen, das will ja Krishna. Und deshalb erklärt er, okay, wenn du ein Karma-Yogi bist, dann machst du so und so und so und so, kommst du dann zum Bhakti. Und wenn du Jnani bist, dann okay, machst du so und so und so, so kommst du Bhakti. So deshalb erklärt Krishna auch Jnana-Yoga und Karma-Yoga. So, das ist wichtig zu wissen, weil man das nicht weiß oder nicht sieht, wo Krishna das macht. Dann denkt man, oh, Krishna spricht über verschiedene Pfade. Und deshalb sagt Prabhupada, nein, Krishna spricht nur über Bhakti-Yoga. Deshalb übersetzt Prabhupada oftmals Karma-Yoga als Bhakti-Yoga. Oder Buddhi-Yoga, das ist Bhakti-Yoga. Weil Prabhupada das Endziel sieht. So, durch ein Bhakti-Shastri-Studium sollen wir sowas lernen. Sollen wir sowas lernen. An welchen Stellen ist die Transformation vom Karma zum Bhakti und so weiter. Und im 18. Kapitel kommt sowas auch nochmal raus. Sehr, sehr interessant. Gut, so wir haben auch im 18. Kapitel Abschnitte. Diese Einteilung habe ich gestern selbst vorgenommen, das war gar nicht so leicht herauszufinden. Gut, es hat mir nicht so viel Zeit genommen, aber dennoch musste ich mal kurz drüber nachdenken. Es gibt eine Einteilung auch in dem anderen Manual, ich habe es ein bisschen anders eingeteilt. Ich muss halt so einteilen, wie ich es halt präsentieren möchte. Da gibt es eben keine Regeln. Ich habe jetzt keine Acharyas gesehen, die gesagt haben, so viele Abschnitte und so weiter. Das ist einfach nur für unser Studium, um das sozusagen übersichtlicher zu gestalten, als einfach 78 Verse und das war's. Ja? So wird eben wir machen jetzt diese, zeigen die Abschnitte und die Titel dazu. So, erstens, das Kapitel heißt ja Vollkommenheit der Entsagung, Moksha-Yoga. Aber Entsagung heißt nicht Moksha, sondern Entsagung heißt Sannyas und Tyaga. Und das wird auch ein Thema sein. So, die ersten Verse 1 bis 12, die beschreiben dieses Thema. Entsagung und Sannyas. Entsagung hat zwei Übersetzungsmöglichkeiten. Sannyas und das andere ist Tyaga. Ja, Tyaga. Und das werden wir dann auch gleich hören. So, das ist von 1 bis 12. Das ist, was wir heute machen werden. Das haben wir vor, heute zu machen, diesen Teil. Dann haben wir den zweiten Teil, die Handlung. Da wird dann Krishna ganz genau darauf eingehen, auf die Faktoren der Handlung. Wir wissen ja, es gibt fünf Faktoren der Handlung und so weiter. So, das wird auch spannend, weil da wird wirklich jede Handlung analysiert, aus was sie besteht, wie sie funktioniert. Dann haben wir drittens Aspekte der Handlung in den Erscheinungsweisen. Dann kommen nochmal die Erscheinungsweisen. Ja, wir erinnern uns, im 14. Kapitel, das hieß ja, die Erscheinungsweisen, da wurden die mal vorgestellt.
Im 17. Kapitel ging Krishna ins Detail der Erscheinungsweisen. Wir haben dieses Chart gemacht, habe ich euch geschickt, ja. Und jetzt kommen nochmal die Erscheinungsweisen anhand von ein paar Aspekten in Bezug zu den Handlungen. Viertens, die Qualitäten der Varnas. Krishna spricht im 4. Kapitel, Vers 13, von den Varnas. Chatur Vanyam Mayashistam Gunakarma Vibhagashaha. Natürlich, die Varnas sind ein durchgängiges Thema, aber hier werden nochmal die Varnas spezifiziert, qualifiziert, welche Eigenschaften muss man haben, um in gewissen Varnas zu sein. So, das sind hier, man sieht 41 bis 44, das sind dann nur 5 Verse. 41, 42, 43, 44, 4 Verse, logischerweise. Ja, das wird dann schnell gehen. Dann die Erfüllung von Pflicht ist Entsagung. Was habe ich damit gemeint? Erfüllung von Pflicht ist, ja, in Bezug zu den Varnas nochmal, ja. Dann die Transzendenz. Also Krishna bringt uns durch die pflichtmäßigen Handlungen, wir müssen handeln und das ist mit den Varnas verbunden, dann dadurch, dass er sagt, okay, mach es spirituell und dadurch erreichst du Transzendenz, so in 50 bis 63 über die Transzendenz, also der Übergang von dem materiellen Handeln, dass man dann spiritualisiert, dann zur reinen Transzendenz, was ist das Spirituelle? 7. Punkt, das höchste Geheimnis von 64 bis 71, in dem sich dann Krishna als die Transzendenz identifiziert und dann Bhakti, die Anweisung in Bhakti und dann der Schlussteil, Arjunas Entschluss, weil Krishna möchte ihn ja dazu bringen, sich hinzugeben in Form des Kämpfens und Sanjayas Schlussfolgerung, die letzten Verse, die werden ja von Sanjaya gesprochen. So, das ist nun der Überblick, das ist, was auf uns wartet in den nächsten paar Tagen und wie das alles funktioniert. Gut. So, erster Abschnitt, das ist, was wir jetzt machen wollen, die nächsten eineinhalb Stunden, fast, ein bisschen weniger. Und zwar Entsagung und Sannyas, Vers 1 bis 12. Nun beginnen wir mit Vers 1. Arjuna Vacha. Sanyasyasya mahabaho tatvam ichami veditum tyagasya cha rishikesha pritakeshina shurana. Lukas hat kein Buch, Stefan. Arjuna sagte, O stark Anuga, ich möchte wissen, was das Ziel von Entsagung, in Klammern Tyaga, und den Lebensstand der Entsagung, in Klammern Sanyasa, ist. O Töter des Keshi-Dämons, O Meister der Sinne. Okay, so, Jürgen, kannst du das nochmal kurz zusammenfassen? Was haben wir gerade gehört? Was? Nein, ich. Ha? Nein, habe ich nicht zugehört. Ich hol mir ein Buch. Okay, dann hol dir ein Buch. Gut. Dann, Stefan, erklär mal kurz, was war das? Ja, bestimmt wissen, was halt die Entsagung ist, was das Ziel der Entsagung ist. Was die Entsagung oder das Ziel der Entsagung? Ja, er fragt mich direkt, was. Ja, genau. Gut, das sind eben zwei unterschiedliche Worte. Eins ist Tyaga und das andere ist Sannyas. Und das bedeutet in einer Hinsicht dasselbe. Beides heißt aufgeben, entsagen eben. Und da möchte jetzt im Detail wissen, was der Unterschied ist. Und warum möchte das wissen? Weil er weiß, wenn ich nicht entsage, dann bleibe ich in der materiellen Welt. Wir müssen Entsagung ausführen. Wir müssen Dinge aufgeben. Und so möchte er mehr Details darüber wissen. Und das sind jetzt so technische Ausdrücke für diese gleiche Sache. Wir haben schon die ersten Worte dieser Erläuterung gelesen. So gibt es einen kleinen Absatz, den kann Jürgen lesen. So, und zwar den zweiten Absatz in der Mitte der Seite. So wie im zweiten Kapitel eine Übersicht über den gesamten Inhalt gegeben wurde, so gibt auch das 18. Kapitel eine Zusammenfassung aller Unterweisungen. Es wurde darauf hingewiesen, dass Entsagung und das Erreichen der transzendentalen Ebene, der Ebene jenseits der drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur, der Sinn des Lebens sind. Arjuna möchte insbesondere diese beiden Themen der Bhagavad Gita näher erklärt haben, nämlich Entsagung, Tyag und den Lebensstand der Entsagung, Sannyas. Aus diesem Grund fragt er nach der Bedeutung dieser beiden Begriffe. Gut, so, was sagen verschiedene... Okay, was haben wir? Also das ist eben die Essenz oder der Punkt dieses Verses. Arjuna möchte wissen, ob Sannyas und Tyaga dieselbe oder unterschiedliche Bedeutung haben. Das ist auch, was er
das sein Yajnavalkya ist. Ist das dasselbe, weil es bedeutet Weisensagung, oder ist das was anderes? Und das ist interessant, wie Krishna das nun beantwortet, wie er das spezifiziert. So Vers 2. Shri Bhagavan Uvacha Kamyanam Kamanam Yasam Sanyasam Kavayo Vidu Sarvakama Palat Yagam Braust Yagam Vichakshanaha. Die höchste persönliche Gottes sprach: Alle Tätigkeiten, die in materiellen Wünschen gründen, aufzugeben, ist das, was die großen Gelehrten als den Lebensstand der Entsagung Sanyas bezeichnen. Und die Ergebnisse all seiner Tätigkeiten aufzugeben, wird von den Weisen Entsagung Tyaga genannt. Gut. So, Krishna erklärt hier, das sind zwei verschiedene Sachen. Das ist zwar ein Unterschied, ein leichter Unterschied, ein subtiler Unterschied, aber es sind dennoch zwei verschiedene Dinge. Und zwar ist das Aufgeben aller Tätigkeiten, die materiellen Wünschen entspringen, das ist Sannyas. Das heißt, hier wird die ganze Handlung aufgegeben. Die ganze Handlung wird aufgegeben. Wohingegen Tyaga heißt, du handelst noch, aber du gibst die Früchte auf. Das ist der Unterschied. Es gibt dann noch einen Unterschied, das werden wir noch hören. Aber das ist mal, was hier Krishna direkt sagt. Das heißt, wenn du Sannyas nimmst, dann gibst du die Handlung komplett auf. Dann handelst du nicht mehr danach. Und im Tyaga, da bist du noch in der Handlung drin, musst du lernen, da kannst du die Handlung noch nicht aufgeben. Dann sollst du lernen, okay, dann handle ich mal nicht für die Früchte der Handlung. Weil du hast eine Handlung und dann das Ergebnis der Handlung. Du gehst arbeiten und du bekommst Geld. Das ist halt so ein gutes Beispiel wahrscheinlich. Ja. Du gehst arbeiten und bekommst Geld. So, du gehst arbeiten nicht wegen dem Geld, sondern man soll lernen zu handeln um der Handlung willen. Das ist, was man eigentlich lernen soll. Nicht immer die Handlung als Mittel zum Zweck sehen und immer nur die Frucht sehen, das Ergebnis sehen, dann handelt man in Rajaguna. Weil du nie in der Handlung selbst bist. Weil du nie im Moment bist. Weil du immer daran denkst, was springt für mich dabei raus. Und deshalb soll man lernen, ich handle nicht für die Frucht, beziehungsweise die Frucht soll nicht für mich sein. Aber das ist dann transzendentale Ebene. Die erste Ebene in Sattva-Guna ist einfach mal aus Pflichtgefühl handeln. Okay, du? Gut. So, was, hier habe ich ein Zitat von Vishwanath Chakravarti Thakur. Und er sagt das folgende, oder das ist nicht ein direktes Zitat, aber Zusammenfassung seines Kommentars. Lukas, kannst du lesen? Sannyas bedeutet das Aufgeben aller Handlungen, die materiellen Wünschen entspringen. Saga, Tutra. Jedoch sollen pflichtgemäße Opfer für spirituellen Fortschritt ohne Anhaftung an die Früchte ausgeführt werden. Gut, so. Sannyas bedeutet das Aufgeben aller Handlungen, die materiellen Wünschen entspringen. Diese Handlung muss man aufgeben. Also eine Handlung, die nur für meine Sinnenbefriedigung ist. Und Vishwanath Chakravarti Thakur zitiert einen Vers aus den Upanishaden, soweit ich mich erinnern kann, in dem gesagt wird, Svarga, das wäre so eine Frucht. Ich will zu einem himmlischen Planeten gehen und Putra heißt einen Sohn bekommen. Und das sind materialistische Handlungen und die sollen aufgegeben werden. Die sind im Sannyas nicht mehr möglich. Ein Sannyasi handelt nicht mehr aufgrund von materiellen Wünschen. So, die ganze Sache ist eigentlich sehr subtil. Zu analysieren, was ist eigentlich ein materieller Wunsch, der mich motiviert, was sind die Früchte der Handlung und so weiter. Also es wird eine Sache, die uns nicht offensichtlich ist, ja, wie einfach eine Handlung, wird hier sehr genau analysiert. Sehr interessant, dass wir lernen, richtig zu handeln, das Richtige zu tun. Und er sagt, also das war mal Sannyas, ja? Also man soll aufhören, für aus materiellen Wünschen heraus zu handeln, wie für Svarga und Putra. Und er sagt, aber jedoch sollen pflichtgemäße Opfer für spirituellen Fortschritt ohne Anhaftung die Früchte ausgeführt werden. Die Acharyas machen jetzt einen Unterschied zwischen Kamya Karma und Nitya Karma. Was ist das? Ja. Kamya Karma, das haben wir hier gehört. Krishna sagt, das erste Wort in dem Vers ist Kamyanam Karmanam. Kamya heißt eben Wünsche. Wenn du einen materiellen Wunsch hast, dann machst du das halt irgendwie laut den vedischen Schriften. Ja, das ist jetzt nicht sündhaft, das ist nicht wie Karma. Kamya Karma ist nicht notwendigerweise wie Karma. Wie Karma heißt,
Du machst einfach, was du willst. Alles nur aus materiellen Motivationen. Kamya Karma ist, ich habe einen Wunsch, wie kann ich den jetzt fromm erfüllen? Deshalb dann geht man zu dem Brahmana oder zum Meister oder guckt in die Veden und dann lernt man, okay, wie kann ich das so machen, dass ich jetzt mich erniedrige? Hier heißt der Svarga, du willst zu Svarga oder Putra, du willst einen guten Sohn. Aber es ist ein materieller Wunsch. So, das ist Kamya Karma. Und Nitya Karma sind pflichtgemäße Tätigkeiten, sind Tätigkeiten, die zum Wohl der aller Menschen sind und sind auch spirituelle Tätigkeiten. So, da wird dann unterschieden zwischen zwei diesen Tätigkeiten. Warum Nitya Karma als ewigen Nutzen hat? Oder? Nitya beziehe ich mir auf regelmäßig. Das sind Dinge, die man machen muss, täglich. Mhm. Ja, so wird das erklärt. Auch, Bhaktivinoda Thakur erklärt das auch eben, ich glaube, Chaiva Dharma, ja, da spricht er von Naimittika Karma und Nitya Karma. Naimittika Karma sind eben, wer in deren sich dann das Nitya Karma, von dem wir hier sprechen, aber wir gucken uns das mal an, was die Acharyas hier sagen. So, aber pflichtgemäße Tätigkeiten, und das sind eben Nitya Karma, so das erste hier in dem Vers, ja, das bezieht sich eben auf Kamya Karma, ja, Svarga Putra, und diese pflichtgemäßen Opfer für Spirit und Fortschritt, es heißt nämlich hier auch für Spirit und Fortschritt, deshalb spielt das ein bisschen rein, was du jetzt sagst, das stimmt schon, ja, Nitya, in Bezug zu ewig und spirituell, das soll nicht aufgegeben werden, sondern muss man unterscheiden, ja, was ist die Handlung. So, der Sannyas heißt, wie Krishna sagt, aufgeben jeder Handlung, aber manche Handlung sollst du dennoch tun. Das kommt dann noch raus. Wohingegen Tyaga, das ist, was hier bescheuert sagt, Tyaga bedeutet das Aufgeben der Früchte, der Opfer, ob egoistisch motiviert oder pflichtgemäß. So, da halt, da machst du beides. Du führst die Handlung aus, aber du sollst die Früchte nicht genießen wollen. Du musst die Früchte aufgeben. Ob egoistisch, also Kamya Karma, oder eben diese Nitya Karma Tätigkeiten. So, das, und da habe ich einen kleinen... Aber das bedeutet, wie Jahre habe ich noch materielle Wünsche, oder wie, weil es ja bedeutet, das Aufgeben aller Handlungen, ja, materiellen Wünschen entspricht. Genau. Beim Tyaga, das ist die Entsagung für diejenigen praktisch, die noch materielle Wünsche haben. Da wird ihnen erlaubt, okay, handle noch aus Grund deiner materiellen Motivation, aber gib die Früchte auf. Ja, wie sind die materiellen Motivationen? Sind ja die Früchte. Nee, ja, genau, richtig, ja, die Motivation, richtig, das könnte man schon so sehen. So, die Frucht mag dann schon dabei rauskommen, aber du sollst sie nicht für dich nehmen, sondern du sollst sie dem anderen geben. Deshalb ist auch eine hohe Ebene. Das ist jetzt nicht hier einfach so ein Kami oder so. Das ist eine sehr, sehr hohe Ebene. Und wir werden das nachher noch hören, dass Prabhupada sagt, das ist wie Sannyas. So, das ist ein subtiler Unterschied. Bei der einen Seite kannst du wirklich die Handlung komplett aufgeben. Und beim anderen, du kannst nicht aufgeben. Da sagt die Bhagavad Gita, Krishna, okay, machst zwar, aber gib dir Früchte auf. Ja, das stimmt schon, hast du recht, das ist eigentlich ein Trick. Ja. Aber dennoch soll einem das helfen, zu entsagen, sich zu läutern. Als wenn man nur für die Früchte handelt. Weil wenn du immer für die Früchte handelst, bleibt die Anhaftung sehr stark. Und der Intelligenteste, der versteht das auch. Okay, ich will ja loswerden, diese materiellen Wünsche überwinden. Aber ich muss es halt tun. Okay, dann mache ich es halt so, dass die Frucht dann aufgegeben wird. Und wenn wir zum Beispiel jetzt Krishna dienen und sind nicht so in Motivation rein, mit Krishna zufriedenstellen, manchmal, ja, dann ist das auch, oder sind Jahre, man gibt die Früchte Krishna, das ist auch Jahre dann. Das wird nachher noch kommen, der Punkt über Aufgeben in den Erscheinungsweisen, und das wird nachher noch angesprochen, ja. Da habe ich so ein kleines Chart, und so, für mich war das auch nicht ganz klar, aber ich habe dann das so eben drum euch geguckt, was sagen die Acharyas, und so ein kleines Chart hier gemacht, ja, nochmal, ja. Also Kamya Karma und Nitya Karma, wie läuft das mit Tyaga und wie läuft das mit Sannyas sozusagen? Also bei Tyaga, da führt man die Handlungen aus, ob Kamya Karma oder Nitya Karma, aber man soll jeweils die Früchte aufgeben. Und der Unterschied ist bei Sannyas, da gibt man die ganze Kamya Karma Handlung auf, kann man eben aufgeben, muss man nicht mehr danach handeln. Sannyasi, der hat keinen Familienstand. Das ist auch für den Grihastha in der Hinsicht, der macht nicht Sannyas, der macht Tyaga. Das heißt, er hat materielle Wünsche, tritt in den Familienstand, aber macht es dann letztendlich für Krishna. Ob Kinder, ob Geld, ob Haus, ne? Mikasa, Esukasa, mein Heim ist dein Heim. So, er kann die Dinge haben,
aber stellt sie in Krishnas Dienst. Und das heißt dann auch das Aufgeben der Früchte. Also er hat ja Kinder, er mag ja Kinder haben, der Gehasta mag Kinder haben, ist in Ordnung, aber für Krishna. So, das ist eben dann der Unterschied, ja? So, das sieht man jetzt nochmal zusammengefasst, was wir in Vers 2 kurz besprochen haben. Vers 3. Yachyam doshavat ityekhe karma prahur manishina yagyadana tapakarma natyachyam ityachapare. Govinda? Einige Gelehrte erklären, dass alle Arten fruchtbringender Tätigkeiten Illusionen seien und daher aufgegeben werden sollten. Doch andere Weisen sind der Meinung, Opferhandlungen, Wohltätigkeit und Buße sollten niemals aufgegeben werden. Mhm. So, das ist interessant. Krishna bringt jetzt diese Kontroverse nochmal raus, weil es verschiedene Ansichten zu dem Thema gibt. Sagen einige Gelehrte, die sagen, man soll die Handlungen alle aufgeben. Und andere sagen, nein, man soll gewisse Handlungen beibehalten. Und Srila Prabhupada spricht in dem Zusammenhang über die Tieropfer. Dass manche ganz klar sagen, soll man nicht tun, nicht gut, aufgeben. Und andere Weise sagen, nein, soll man tun, ist ja auch in den Veden beschrieben worden. So, hier habe ich eine Aussage von, ich denke, das war jetzt... Also die meisten Kommentare, die ich jetzt hier verwendet habe, die sind von Vishwanath Chakravarti Thakur, Baladevi Debush und Srila Prabhupada. So, das ist jetzt von, und man sieht, wie diese drei Acharyas praktisch immer dasselbe sagen. Ja? Man sieht, Vishwanatha gibt so den Grundtext, Baladev baut darauf auf und Srila Prabhupada übernimmt das auch. So, das ist mir jetzt auch, das ist, denke ich, jetzt von einem von den zwei älteren Acharyas. So, verschiedene Schulen sprechen in Bezug auf Opfer, sprechen sich unterschiedlich aus. Manche, wie die Nachfolger der Philosophie von Kapila, empfehlen das Aufgeben der Opfer. So Sankhya, das ist Sankhya. Sankhya hat mehr diesen entsagenden Aspekt. Und ich denke, das war Baladev, der sagt, das Wort Manishina in diesem Vers, das heißt ja Weise, bezieht sich direkt auf diese Nachfolger von Kapila. Interessant, ja, dass er meint, die werden hier gemeint. Oder solche. Ja, also Philosophen mit dieser Ausrichtung, die sprechen davon, das aufzugeben. Er gibt die als Beispiel, also er sagt nicht, das sind die, sondern als Beispiel. Und andere, hier Apare, in dem Vers heißt unandere, die sagen, nein, wir sollen das durchführen, wie die Nachfolger von Chaimini, Mimamsaka, Lehre. Ja? Das sind Shatarshanas. Das sind zwei dieser Shatarshanas, von denen ich gesprochen habe. So, wir sehen den Kontext. Wir sehen, dass diese Philosophien da waren und gewissen Einfluss haben und dass das auch berücksichtigt wird von Krishna. Der eben diese verschiedenen Ansichten. Das Interessante ist nicht, dass Krishna immer nur sein Ding durchzieht in der Bhagavad Gita. Krishna geht teilweise ein, nicht jetzt im Detail. Bhagavad Gita ist ja auch kein detaillierter Text, wie Krishna selbst oft sagt. Ich gebe nur eine Zusammenfassung. Es gilt ja auch als ABC des vedischen Wissens. Aber Krishna geht so teilweise ein auf andere Ansichten, zum Beispiel im zweiten Kapitel, nachdem er erklärt, die Seele ist ewig und du kannst nicht sterben und deshalb handle, weil du handelst pflichtbewusst und deshalb wird nichts passieren und du wirst auch niemanden töten, die Seele kann nicht und so weiter. Und am Ende sagt Krishna, aber wenn du denkst, dass es keine Existenz nach diesem Leben gibt, so Krishna bringt ein atheistisches Argument. Das ist interessant, Krishna sagt, aber wenn du sogar denkst, dass es keine Seele gibt, kein Leben nach dieser Existenz, kannst du trotzdem handeln, weil dann passiert ja nichts. Ja, könnte ich erinnern? Zweiter Kapitel, das ist sehr interessant. Ne? So, Krishna ist sehr interessant in der Bhagavad Gita, sehr interessant. Und das ist auch gut so, weil das zeigt einfach ein bisschen diesen breiteren Horizont der Bhagavad Gita, wie ihm andere Standpunkte auch in Betracht gezogen werden. So, die Bhagavad Gita sind in der Hinsicht sehr multiphilosophisch in der Hinsicht. Ja. So, und auch hier hören wir das wieder. Krishna sagt, ja, also gibt es andere, die sagen, man soll die Handlung durchführen. Manche sagen, man soll die Handlung nicht durchführen. Gut, so, was haben wir hier in der Weiter? Und Krishna sagt am Ende dieses Verses,
Oh, das kommt in Vers 4 dann. Nun folgt Krishnas Urteil in dieser Kontroverse. So, Krishna bringt jetzt sein Urteil in Vers 4. Nishayam Shrino Metatra Tyage Parata Sattama Tyago Hi Purusha Vyagra Trividasa Prikritaha. So, Krishna sagt hier, vielleicht, wer kann lesen? Jürgen, Übersetzung. O Bester der Bharatas, höre nun mein Urteil über Entsagung. O Tiger unter den Menschen, die Schriften erklären, dass es dreierlei Arten von Entsagung gibt. So, Krishna sagt hier, habe ich das jetzt hier nicht zitiert? Was hatte ich vorher? Ja, er sagt, höre nun von mir, und er sagt hier, Nishayam Shrinometa Tra, höre nun von mir in diesem Zusammenhang. Über dieses Thema, Tatra heißt, über diese Sache. Und was sagt er hier? O Tiger unter den Menschen, die Schriften erklären, dass es dreierlei Arten von Entsagung gibt. So, auf die Art, ist nicht so leicht. Ja, die einen sagen, alles aufgeben, und die anderen sagen, nee, das muss man machen. Und Krishna sagt hier, Moment mal, da müssen wir ein bisschen differenzieren. Ist nicht alles nur schwarz und weiß. Obwohl die Bhagavad Gita an vielen Stellen sehr schwarz und weiß ist, dennoch gibt es auch diese Kontraste. Und was sind die Kontraste? Krishna sagt, dreifache Entsagung, dreifache Art, Trivida, was ist? Gunas. Ja, das ist immer die Gunas. Die Gunas sind immer diese, zeigen immer die Grauzonen zwischen den Kontrasten, zwischen dem ganz Schwarzen und dem ganz Weißen, sind die Grauzonen, sind die Gunas, die halt das differenzierter betrachten und sehen, es ist nicht so schwarz und weiß. Und das ist ja auch wahr. Es ist nicht alles schwarz und weiß. Schwarz und weiß sind die Extreme, die man kennen muss, aber eben auch die Grauzone dazwischen. Und was Krishna dann auch erwähnt, das war jetzt in Vers 4. Nun Vers 5. Yajna dana tapakarma natyajam karyam eva tat yajna danam tapaschaiva pavanani manishinam. Opferhandlungen, Wohltätigkeit und Bußen sollten niemals aufgegeben werden. Man sollte sie ausführen. Opfer, Wohltätigkeit und Bußen läutern in der Tat sogar die großen Seelen. So, er spricht jetzt von Handlungen, die niemals, heißt es hier, niemals aufgegeben werden sollen. So, dass die ganze Diskussion, soll man jetzt entsagen, heißt einfach in den Wald gehen und dann meditieren oder chanten oder was auch immer, oder soll man handeln, aber dann die Früchte aufgeben? So, Krishna spricht jetzt mal in der Kontroverse von drei Handlungen und sagt, die sollten nie aufgegeben werden. Was ist das? Lukas, was war das? Was ist das? Was soll nicht aufgegeben werden? Jürgen? Opfer, Wohltätigkeit und Buße. Ja, Opfer, Wohltätigkeit und Buße. Yagya, Yagyas durchführen. Das heißt, in Form von Sankirtan Yagya ist, oder ob es ein Feueropfer ist und so weiter, ob es Arati und so weiter, also diese ganzen Opferzeremonien, die oftmals auch gemeinschaftlich durchgeführt werden, um Krishna zufriedenzustellen. Dana, als Spenden geben, Wohltätigkeit, Entbehrung seines Besitzes. Und Tapas bezieht sich eben auf Entsagung wie Kadashi und solche Sachen. Soll nicht aufgegeben werden. Das soll nie aufgegeben werden. Und was sagt er? Pavanani Manishinam. Die läutern sogar Manishinam, die großen Weisen. Sogar diejenigen, die schon Weise sind, die großen Seelen, die werden sogar noch geläutert davon. Das sind so mächtige Handlungen. Und wir erinnern uns in dem Vers 3 sprach hier Krishna davon, es gibt ja diejenigen, die sagen, man soll die Handlungen aufgeben. Und es gibt die anderen, die sagen, man soll sie behalten. Was war der Ausdruck, das Wort, wie diejenigen bezeichnet wurden, die sagen, alles aufgeben? Könnt ihr euch erinnern? Vers 3. Ja, kannst du nicht wissen. Aber diejenigen, wie die bezeichnet wurden, diese Weisen, was ist das Wort? Manishina. Manishina, genau, Manishina. Also diejenigen, die sagen, man soll alles aufgeben, Manishina, die Weisen. Und Krishna sagt hier, Pavanani Manishina. So, wenn die sagen, alles aufgeben, das machen würden, das wäre gut für sie. Das heißt, sie sollen es nicht aufgeben. Interessant, dasselbe Wort, ne? Krishna sagt, verwendet das in Bezug zu denen.
So, was habe ich hier? Nishayam Shri Nu Metatra, das war in Vers 4. Krishna sagt, höre nun mit Gewissheit, Nishayam heißt Gewissheit, also glaube mir jetzt, was ich erkläre, über diesen Sachverhalt. Höre nun mit Gewissheit über diesen Sachverhalt von mir. Tatra bezieht sich auf dieses Thema. Und eben Krishna sagt, es gibt drei Arten von Entsagungen, die nie aufgegeben werden sollen und die sogar die großen Seelen läutern. Manishi noch gut, das habe ich gerade erklärt. Und ja, das war alles dazu. Eine Frage? Ja, bitte. So empfiehlt Krishna eigentlich Tyaga bevor Sannyas? Oder kann man das nicht ganz so sehen? Nee, das kann man, das kommt hier nicht raus. Vorher dies oder jenes. Klar, Vanashram Dharma würde das implizieren, aber nicht jeder muss ja Grihastha werden. Ja, das heißt, es ist mehr auf einer individuellen Basis. Krishna spricht grundsätzlich mehr über diese über Tyaga und Sannyas. Aber in der Regel stimmt's. Ja, in der Regel als erstes das, was hier als Tyaga bezeichnet wird, diese Art der Entsagung in Form von Handeln, aber nicht mit Anhaftung an die Früchte. Und dann später kann man wirklich die ganzen Handlungen aufgeben. Ja. Nun kommen wir zu Vers 6. Itanya pitu karmani sangam yagva palani cha kartavyani dime parta nishitam mattam uttaram. Stefan? All diese Tätigkeiten sollten ohne Anhaftung ausgeführt werden, ohne dafür ein Ergebnis zu erwarten. Sie sollten allein aus Pflichtgefühl ausgeführt werden. O Sunkritas, das ist meine endgültige Meinung. Gut, so. Ja. Krishna spricht hier von Matam Uttamam. Meine endgültige Meinung. Meine höchste Uttamam. Ja? Höchste. Meine höchste Meinung in dem Bezug ist, er empfiehlt jetzt, wie man handeln soll. Vorher einmal davon gesprochen, dass man handeln soll. Und jetzt sagt er auch, wie sollst du das tun? So, was sind die Punkte? Man soll nicht angehaftet sein. Das heißt, man soll nicht ein Ergebnis erwarten. Sie sollten allein aus Pflichtgefühl getan werden. Und das ist eben, das sind die zwei Punkte. Sangam tyaktva palani. Sangha heißt Anhaftung an die Früchte, das soll man aufgeben. Und man sollte Kartavyaniti, das heißt aus Pflicht heraus handeln. So, alle Handlungen, die einen Menschen zum Krishna-Bewusstsein führen, sollen beibehalten werden, doch sollen sie ohne Anhaftung an das Ergebnis und ohne zu glauben, der Handelnde zu sein, ausgeführt werden. Das ist, was, soweit ich mich erinnern kann, Srila Prabhupada in der Erläuterung sagt. Oder habe ich das einfach zusammengefasst? Aber das ist interessant, weil hier steht, man soll auch nicht, Handlungen, die uns zum Krishna-Bewusstsein führen, sollen beibehalten werden, doch sollen sie ohne Anhaftung in das Ergebnis und ohne zu glauben, der Handelnde zu sein, ausgeführt werden. Also auch dieser Aspekt, ja, nicht der Handelnde zu sein, muss auch dabei sein. Das heißt, was impliziert das? Was muss man verstehen, um zu verstehen, dass man nicht der Handelnde ist? Dass Krishna der Handelnde ist. Dass Krishna der Handelnde ist, ja. Aber wir sind ja auch noch dabei, nicht, dass wir Marionetten sind von Krishna, sondern? Der Einfluss haben auf das Ergebnis. Dass wir keinen Einfluss haben auf das Ergebnis? Das ist die Frage. Was muss man verstehen, um zu verstehen, dass man nicht der Handelnde ist? Und Advaita hat gemeint, dass Krishna das alles tut. Und frage ich, aber sind wir dann alle nur Marionetten? Oder dass wir nicht eigentlich berührt werden von der Seele. Das ist eigentlich nur mein Körper. Sie kann das schon, aber ich weiß nicht, was ich das mit dir. Nein, du bist schon gut dabei. Als Seele wird man nicht davon beeinflusst, von der Handlung eigentlich direkt. Also das Äußerliche, das Handeln. Mhm. Okay, nee, du bist sehr gut. Das ist schon fast genau der Punkt, den ich hören möchte, Govinda. Ja, dass wir also verschieden vom Körper sind. Ja. Dass wir die Seele sind. Dass wir die Seele sind. Das impliziert, dass wir müssen verstehen, wir sind nicht der Körper, wir sind die Seele. Und das heißt, was die Verbindung zwischen dem Körper und der Seele, das ist eben der Wunsch, der dann eben von den höheren Instanzen erfüllt wird und dann letztendlich von Krishna. Ganz simpel. So, das impliziert das auch. Dass wir in jeder Handlung
uns dass wir in jeder Handlung uns bewusst sein sollen, wir sind nicht der Körper. Wir sind spirituelle Lebewesen. Solch ein erleuchtetes Bewusstsein in jeder Handlung. Stell dir das mal vor. Manchmal, also ich spreche ja gerne über das Thema, und ich meine, klar, Srila Prabhupada spricht das immer wieder an, aber ich führe das oft gerne aus, ne, die Verbindung zwischen Körper und Seele und Wunsch und wie das nicht mystisch ist, wie alles funktioniert und sprechen und so. Manchmal erkläre ich das, habt ihr schon ein paar Mal gehört. Und da fällt uns das mal, mir aber Sprecher, dann wieder so ein, aber dann später hat man das wieder vollkommen vergessen. Ja? Und das ist auch, was man kultivieren soll anhand dieser Aussage. Dieses ständige Bewusstsein von, ich bin nicht der Körper. Ja. Tiefes Verständnis. So, das ist, was Krishna empfiehlt. Handle nicht für die Früchte. Und warum nicht für die Früchte handeln? In dem Zusammenhang auch mit nicht der Körper sein. Warum? Simple Antwort. Warum? Warum? Was ist die Verbindung jetzt zwischen sich nicht für den Handelnden halten und nicht an die Früchte angehaftet sein? Was ist da die Verbindung? Ja, wem fällt da was ein? Es hat ja nichts mit meiner ewigen Position und Ziele zu tun. Es bringt mir nichts. Diese Früchte bringen mir nichts eigentlich. Genau. Das ist praktisch eine verschwendete Handlung. Ja. Weil das, was du dafür bekommst, nicht das ist, was du eigentlich willst. Okay, das ist ein Aspekt. Und? Weil dann die Früchte an sich der Lohn sind. Du kommst da nicht drüber hinaus. Also du kriegst die Früchte und das war's. Richtig. Ja, selber Aspekt. Also die Handlung ist verschwendet. So, das ist mehr, ihr habt jetzt den negativen Aspekt oder negativen Effekt beschrieben. Und im Kontrast dazu? Dass man sein ursprüngliches Bewusstsein wieder belebt, dass man ja nicht handelt für einen selbst, sondern rein aus Liebe zu Krishna, dann übt man sich darin auch. Genau, dass eine Handlung eigentlich dafür da ist, Liebe zu Krishna zu entwickeln. Das heißt, wir verwenden jetzt eine Handlung, was auch immer das sein mag, wenn wir es im falschen Bewusstsein tun. Du kriegst zwar was, aber es ist nicht das, was du willst, das bringt dir nichts. Und im Gegensatz dazu verpasst du die Möglichkeit, die dir die Handlung gerade bietet, um Krishna bewusst zu werden. Wo du was bekommst, was wirklich wertvoll ist. So, deshalb, sich nicht für den Handeln zu halten und Früchte angehaftet zu sein, das ist sehr stark verbunden. Dass wir wirklich verstehen, jede Handlung ist für Krishna. Und nicht für die Früchte. Nicht für mich. So, dann habe ich noch einen Satz hier. So, zwei noch. Die reinste und beste Motivation ist die Zufriedenstellung des Herrn. So, wir werden jetzt ein bisschen auch über die tugendhafte Handlung hören. Aber wenn dieses Element von ich möchte Krishna zufriedenstellen in die Handlung kommt, dann wird sie spirituell. So, auf Basis der tugendhaften Handlung kommt es zur spirituellen Handlung. Aber die Tugendhaftigkeit, und das werden wir nachher sehen, muss die Basis sein. Ohne die geht's nicht. Ja? Aber was ist der Unterschied zwischen tugendhafter Handlung und spiritueller Handlung? In der spirituellen Handlung hast du das Element von Bhakti. Ich möchte Krishna zufriedenstellen. Ich möchte es für Krishna machen. Und das Ergebnis, das ergibt, weil tugendhafte Handlung bringt ja auch Ergebnis. Ist ja nicht so, das müssen wir mal wirklich verstehen, weil es heißt, sei nicht an die Früchte angehaftet, gib die Früchte auf. Das heißt ja nicht, dass du keine Früchte bekommst. Du bekommst Früchte, aber du sollst sie dann abgeben, aufgeben. Wie zum Beispiel, du gehst arbeiten und du bekommst dann 5.000 Euro. Dann heißt das aufgeben, das heißt nicht, du gehst nur arbeiten und du bekommst nichts dafür. Nee, du bekommst die 5.000 Euro, aber die sollst du dann für Krishna verwenden. Die sollst du Krishna geben, das ist das Aufgeben. Das ist dann der Unterschied. Und im Rajaguna, da handelst du immer mit der Sicht, oh, 5.000 Euro, 5.000 Euro. Und dann hast du sie, oh, meine 5.000 Euro. Und dann kaufst du dies und jenes. Das ist dann Rajaguna. Und das werden wir auch nachher hören. Tugend heißt, ich handle aus Pflichtgefühl und einfach, weil es getan werden muss und so weiter. Du hast nicht immer, oh, 5.000 Euro, 5.000 Euro. Und dadurch verwenden wir auch die Handlung mehr für das, was sie eigentlich bringt, zur Läuterung des Bewusstseins. Und wenn dann das Element reinkommt, ich habe das Pflichtgefühl und so weiter zur Zufriedenstellung von Krishna und die 5.000 Euro, die ich bekomme, die sind dann für Krishna, dann ist es Bhakti. So, Bhakti und tugendhafte Handlung, Krishna, Prabhupada auch, der setzt das manchmal fast gleich,
weil es sehr ähnlich ist. Ja? Warum? Weil das eine heißt der Sattva und das andere ist Vishuddha Sattva. Und was heißt es? Vishuddha Sattva ist gereinigte oder reine Tugend. Die Tugend in der materiellen Welt ist immer verunreinigt ein bisschen von Rajas und Tamas. Aber wenn die Tugend ganz rein ist, dann ist es spirituell. So, Tugend ist eigentlich spirituell. Nur materiell bedeckt oder verunreinigt. Genau. Der Schöpfung. Ja. Mhm. Ja, im materiellen Bereich ist sie motiviert. Im spirituellen Bereich ist sie auch motiviert. Ja, nicht materiell motiviert. So, materiell motiviert ist sie in der materiellen Welt. Genau. Weil sie ist nie materiell unmotiviert. Oder wie sagst du das? Genau, in der materiellen Welt hast du immer eine materielle Motivation, sogar in Tugend. Und wir haben ja gehört, man kann in Tugend bedingt werden durch Wissen und Glück. Oh, jetzt weiß ich was. Und das ist eine subtile Verunreinigung. Aber sie ist da. Man denkt, oh, jetzt bin ich intelligent. Oder wir merken das auch, wenn man Sattva, wir leben auch alle mehr oder weniger in Sattva-Guna. Früher haben wir das nicht gemacht. Früher waren wir in Rajaguna und Tamaguna. So, nun werden wir frei von Rajaguna und Tamaguna. Und was passiert? Wir werden stolz. Weil wir auf einmal besser sind. So, man wird bedingt durch dieses Wissen, diese Lehre, und dann kommt der Stolz rein. Und wenn man das dann lernt, in der Tugendhaftigkeit für Krishna zu handeln, dann geht auch der Stolz weg. Und dann kommt die Demut. So, ohne Krishna kann man eigentlich nicht demütig sein. Also im Grunde genommen, was für Krishna macht, ist immer noch nicht rein, ist immer noch Tugend, weil noch diese feinstoffliche Motivation dahinter ist, oder? Man erwartet sich was dafür vielleicht? Oder ja, man erwartet, was? Gut, du erwartest in der Tugend, gut, das ist jemand der Übergang. Wenn du noch was erwartest, eigentlich, da ist noch Rajaguna dann dabei, weil du sollst eigentlich nichts erwarten, du sollst nur das Pflichtgefühl handeln. Aber das ist dann schon die Frage, warum handeln? Ja, weil ich handeln muss, gut, und losgelöst soll man handeln und so weiter. So, deshalb heißt es halt die Basis der Spirit und Handlung, das muss schon das sein, aber was dann so die Motivation von nur tugendhaft, ja? Interessant, ja, warum handelt man dann nur in Tugend? Wenn man sehr losgelöst, oder? Einfach weil ich es machen muss, ja? Dass man der Pflicht entspricht. Auch vielleicht für andere als Beispiel und solche Sachen. Ja? Gut, so die reinste Motivation, das ist die Zufriedenstellung des Herrn, und das ist die höchste Meinung des Herrn. Das war jetzt in Vers 6, wo Krishna sagt eben, Matam Uttamam, das war jetzt das Höchste. Gut, so, dann kommen wir zu Vers 7. Niyatasya tu sanyasa karma no nopapadyate mohatasya parityagas tamasa parikirtita. Govinda, kannst du lesen? Vorgeschriebene Pflichten sollten niemals aufgegeben werden. Wenn man aufgrund von Illusionen seine vorgeschriebenen Pflichten aufgibt, befindet sich solche Entsagung in der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Gut, jetzt kommen wir zu, Krishna hat es gesagt, Trivida, drei Arten der Entsagung. Und nun ist das, was Krishna erklärt in Vers 7, 8 und 9, die Erscheinungsweisen und die Handlung. Und hier hören wir, was qualifiziert eine, was macht eine Handlung zu einer tamassischen Handlung? Was ist hier das Element? Dass man auf Illusionen einfach aufhört, aus Illusionen heraus aufhört, seine Pflichten zu erfüllen. Genau, Illusion, Moha. Moha. Die Acharyas erklären auch, das heißt auch Unwissenheit über die Schriften. Das heißt, man weiß nicht einmal, was man tun soll, was man nicht tun soll, man ist verwirrt. Kein Wissen, wie wichtig die Handlung ist, dass man sie tun soll, und man gibt sie auf. Also, jetzt geht es ja darum, Entsagung. Nicht mehr handeln, mache ich nicht mehr. So, wenn die Motivation Moha ist, Unwissenheit, Verwirrung, dann ist es tamastisch. Und dann empfiehlst du jemandem nicht, das aufzugeben. Sag, nein, mach das, du sollst weitermachen. Mach die Handlung. Weil das bringt nichts. Ja, aufgeben der Pflichten aufgrund von Illusion ist in der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Das haben wir jetzt gehört. So Vishwanath Chakravarti Thakur erklärt, dass sich Niyatasya auf Nitya Karma bezieht. Ja, das hatten wir am Anfang, Nitya Karma.
Und hier spricht der Krishna davon gerade, Niyatasya Tusanyasya, also Nitya Karma aufgeben. Und dass solche nicht einmal von Sannyasis, Sannyasa, aufgegeben werden sollen, da eine solche Aufgabe von Unwissenheit der Schriften motiviert ist und nicht zu Freiheit, sondern zu Unwissenheit führt. Ui, das war aber jetzt ein bisschen lustig geschrieben. Da eine solche Aufgabe der Handlung von Unwissenheit der Schriften, ein bisschen falsch geschrieben, oder? Also weil man nicht weiß, was die Schriften sagen, das ist die Motivation und das führt dann nicht zur Freiheit. Der Punkt ist ja, warum immer aufgeben? Du willst ja frei werden. Frei von Wünschen, frei von Handlung, dass man zu Krishna geht. Aber wenn du aufgrund von Unwissenheit aufgibst, dann führt das zu Unwissenheit und nicht zu dem, was du eigentlich haben willst. Ja, so, das ist halt so der Punkt. Und was ist die Unwissenheit? Ne? Unwissenheit der Schriften. Was wäre zum Beispiel jetzt eine Aufgabe der Handlung in Unwissenheit? Für uns im Tempelleben. Hat jemand ein Beispiel? Ja, wenn du in den Dienst hast und dann einfach deinen Dienst nicht machst, ohne Unwissenheit, oder sagst du bist krank oder irgendwie, oder keine Ahnung, oder wenn es dich irgendwie ab von deiner Pflicht hat, machst du das einfach nicht. Und du machst das nicht, weil du nicht weißt, was es ist, oder was ist die Motivation? Kein Bock, du bist vielleicht müde oder keine Ahnung, du hast keine Motivation. Willst du einfach nicht. Mhm, okay, willst du einfach nicht. Mhm. Wer weiß, hat noch ein Beispiel? Stefan? Man macht seinen Dienst nur halbherzig. Du machst den Dienst, aber du machst den nur halbherzig. Du bist nicht richtig bei der Sache. Vielleicht so ein bisschen wie ein Roboter, also Automatismus, und weil man es jeden Tag macht. Also nicht unbezahlbar. Gut, hier geht es ja wirklich ums Aufgeben der Handlung. Also du müsstest es nicht. Also wenn du bist nicht bei der Handlung und deshalb siehst du nicht warum und dann sagst du nee, mache ich nicht. Das wäre eine gute Sache für Illusionen. Ne? Du bist dir nicht bewusst, was es ist und denkst dir, was ist der Nutzen davon und warum zum Mangelartige? Warum überhaupt? Was soll denn das bringen? Deshalb gehe ich nicht hin. Gibt es ja einige, die so sind. Ne? Die meisten sogar. Die meisten Devotis, ist eine Tatsache. Die meisten Devotis in ISKCON gehen nicht zum Mangelart. Was? Ja, ist mir auch verpflichtet. Ich rede jetzt nicht nur von Tempel-Devotis, ich rede von allen Devotis in ISKCON weltweit. Würde mich mal die Prozentzahl interessieren, aber es sind sicher nicht wenige. Ich meine, nehmen wir mal die Gemeinde von ISKCON Simhachalam. Ja, das sind ja, weiß nicht, ein paar Devotis. Nicht nur hier in der Gegend, sondern insgesamt, die als Gäste kommen. Ich denke nicht, dass du die meisten mangelartig feiern jeden Morgen. Und warum? Warum gibt man so eine Pflicht auf? Prabhupada sagte, jeder soll zur Mangelarte gehen und das ist eine Anweisung der Schriften. So, warum gibt man das auf? Warum tut man das nicht? Aufgrund von Unwissenheit. Ja, aufgrund von Unwissenheit. Weil man nicht weiß, was es ist, wie wichtig das ist, weil man nicht weiß, was Prabhupada sagt, du musst das tun, weil es sich nicht bewusst ist. Und das macht man es nicht. Unwissenheit. So, wenn diese Unwissenheit der Faktor ist, dann ist es Tamastyaga. Weil der mag denken, oh, ich bin schon fortgeschritten, ich gebe das auf. Keine Mangelart. Entsagung. Ich entsage der Mangelart. Ja, wir sollen ja entsagen. Ich meine, immer wieder, Bhagavad Gita, aufgeben, 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 handle nicht. Okay. Ich gehe nicht zum Mangelart. So, dann ist das Tamas. So, weiterhin habe ich hier was aufgeschrieben. Handlungen und Opfer, die für die Entwicklung des Krishna-Bewusstseins hilfreich sind, das ist, was Prabhupada sagt, wie zum Beispiel mangelartig, sollten nie aufgegeben werden. Mangelartig sollte nie aufgegeben werden. Srila Prabhupada gibt die Beispiele des Kochens und der Hochzeitszeremonie, die, wenn nötig, sogar von Sannyasis durchgeführt werden sollen. Weil Prabhupada sagt, Sannyasis sollen nicht kochen. Gibt es eine vedische Anweisung. Sannyasis sollen nicht kochen. Aber er sagt, aber wenn er für Krishna kocht, ist okay. Und wenn er die Überreste dann isst, ist in Ordnung. Und Hochzeitszeremonie auch, soll nicht von Sannyasis gemacht werden. Aber wenn es nötig ist, wie in Prabhupadas Zeiten, der musste seine Schüler verheiraten, hat er selbst sogar gemacht.
was für Sannyasa eigentlich nicht gemacht werden soll. Aber wenn das Handlungen sind, die sind gut für Krishna-Bewusstsein, kann sogar ein Sannyasi sowas tun. So in Zeiten der Notwendigkeit wäre eine solche Vernachlässigung von Pflichten von der Erscheinungsweise der Unwissenheit motiviert. So dann wäre es gerade eine tamastische Aufgabe. So Srila Prabhupada bringt diesen Vers in Bezug zur heutigen Zeit und seiner eigenen Anwendung der vedischen Prinzipien. So Prabhupada setzt das in unseren modernen Kontext. So nun Vers 8, jetzt hören wir von, und das ist jetzt ganz wichtig auch für uns, Aufgeben von Handlung aufgrund von Leidenschaft. Dukkam iti eva yat karma kaya klesha vayat yachet sakritvara cha santyagam naiva tyaga palam labet. Ups, was ist jetzt passiert? Jürgen, kannst du lesen? Nein. Also, ich will ja noch essen. Oder? Ja, das war eine Stunde. Okay. Text 8. Mhm. Wer seine vorgeschriebenen Pflichten aufgibt, weil sie ihm zu mühsam erscheinen oder weil er sich vor körperlichen Unannehmlichkeiten fürchtet, gilt als jemand, dessen Entsagung sich in der Erscheinungsweise der Leidenschaft befindet. Durch solches Handeln erlangt man niemals den Fortschritt der Entsagung. So, wenn Tyaga aufgrund körperlicher Bedenken aufgegeben wird, ist diese von Leidenschaft motiviert und bringt nicht die gewünschten Früchte der Entsagung, welche Wissen sind. So, die Acharyas erklären, die wirkliche Frucht oder das Ergebnis von Entsagung, Tyaga und Sannyas, soll Wissen sein. Das soll das eigentlich bringen, Wissen. Wenn du jetzt aber Tyaga machst aufgrund von Tamas und Rajas, dann kriegst du kein Wissen. Ja. So, hier hören wir nun, was sind die Motive für Aufgeben einer Handlung, wenn wir in Leidenschaft sind? Müdigkeit. Müdigkeit. Zum Beispiel. Das heißt, was würde man in einem praktischen, setz das mal in praktischen Bezug. Nicht zum Mangelartig. Ja, du wachst so auf und sagst, boah, ich bin zu müde, ich gehe jetzt nicht zum Mangelartig. So körperliche Bedenken. Dann ist es Leidenschaft. Wenn du Dukkha, du hast Angst, oh, das ist ja, Dukkha, du hast, oh, das ist leidvoll. Zum Beispiel, jetzt eine kalte Dusche nehmen. Ich müsste eigentlich jetzt aufstehen, duschen, kalt duschen. Oh, kalte Dusche, mache ich nicht. Ne? Das ist Leidenschaft. Ja? Körperliche Bedenken. Srila Prabhupada erwähnt, dass Geld für Krishna zu verdienen keine fruchtbringende Handlung ist und ohne Bedenken begangen werden kann. Srila Prabhupada sagt das gleich zu Beginn dieser Erläuterung. Ein Mensch in Krishna-Bewusstsein sollte nicht aufhören, Geld zu verdienen, nur weil er sich fürchtet, fruchtbringende Tätigkeiten zu verrichten. Ja? Wenn man das Geld, das man durch seine Arbeit verdient, in Krishna-Bewusstsein verwenden kann, oder wenn man durch frühes Aufstehen sein transzendentales Krishna-Bewusstsein fördern kann, sollte man von diesen Tätigkeiten nicht Abstand nehmen. Nur weil man irgendwelche Befürchtungen hat oder weil einem solche Tätigkeiten mühevoll erscheinen. So diese körperlichen Bedenken, oh, das ist anstrengend. Oder was gibt es noch für Beispiele? Hat jemand noch ein Beispiel? Gut, Mangelartig hatten wir jetzt, aber was gibt es noch zum Beispiel? Entsagung einer Handlung in Leidenschaft. Uferdeinung zum Beispiel, wenn man verdeinung und es läuft nicht und dann bricht man es einfach ab. Oder man ist müde, man ist hungrig und man sieht eh kein Ergebnis und dann hört man einfach auf. Aber das ist schon Unwissenheit. Beides, ja. Oder wenn es kalt ist. Es ist kalt, ja. Du bist nicht aus dem Wellen, es ist kalt. Das ist dann Entsagung in Leidenschaft. Körperliche Bedenken. In Unwissenheit. Es heißt, die Acharyas erklären noch, ich weiß nicht, kommt das noch? Kommt nicht. Die Acharyas sagen, in Unwissenheit, der Unterschied ist, einer der Unterschiede, in Unwissenheit, wenn du eine Handlung aufgibst, dann weißt du nicht, was ist die Handlung an sich. Du weißt es einfach nicht. Du gibst das, es ist mehr ein Space-Out fast schon, ja. Du gibst das unabsichtlich auf, weil du weißt nicht, aber Unwissenheit schützt vor Strafe, nicht? Ja? Und in Leidenschaft weißt du, was die Handlung ist. Du kennst die Anweisung des Spiritual Meisters, du weißt Bescheid, aber du machst es trotzdem nicht, weil es zu anstrengend ist. Das ist einer der Unterschiede.
Und Prabhupada gibt dir deshalb das Beispiel vom Geld verdienen. Du sagst, nee, ich gehe nicht mehr arbeiten, weil das ist Leidenschaft. Aber die Aufgabe ist leidenschaftlich und bringt eigentlich nicht das, was sie bringen soll. Weil er sagt, wenn du das Geld Krishna gibst, ist kein Problem, kannst du ruhig arbeiten gehen. Ist kein Problem. Die Frage ist, gestanden doch das an der Aussicht, wenn der jetzt das Verheiraten aufgeben würde, dann wäre das eigentlich Unwissenheit. Also, ich gebe das jetzt auf, dann war das auch nicht Unwissenheit. Ja, wenn er nicht. Krishna. Wenn er nicht sieht, dass das eine Handlung ist, die ist gut und notwendig. Ah. Ja. Okay. Gut, wir sind gut in der Zeit, wir haben noch diese letzten drei Verse. Vers 9. Karyam iti vayat karma niyatam kriyate juna sangam tyaktva balam chaiva satyaga satviko mata. So, nun hören wir die Handlung, die Aufgabe, das Aufgeben einer Handlung oder Entsagung in Tugend. So, Advaita. O Arjuna, wenn jemand seine vorgeschriebene Pflicht erfüllt, einfach weil sie getan werden muss, und alle materielle Gemeinschaft und alle Anhaftung an das Ergebnis aufgibt, dann heißt es, dass sich seine Entsagung in der Stellungsweise der Tugend befindet. Okay, was fällt uns da auf? Was fällt euch auf in diesem Vers? Fällt euch was auf? Ja, das ist sehr, sehr losgelöst, der Mensch schon von allem, ne? Sogar auf die materielle Gemeinschaft aufgibt. Und ja, da geht es nachher dann schon nur um Pflichtbewusstsein, ne? um das Ziel, das rechte Ziel zu erreichen. Mhm. Und was ganz, ganz simpler, aber grundlegender Punkt im Vergleich zu den anderen zwei Entsagungen. Er macht es. Man hat wieder. Ich sage das. So mehr. Waren Sie jetzt von unterschiedlichen Tiago und Sanyas? Nein, in Bezug zu den Entsagungen in Unwissenheit und Leidenschaft, was ist so ein ganz großes, steht auch im Vers hier, ja? Ja, ja, bei den anderen zwei Erscheinungsweisen handelt derjenige dann letzten Endes nicht, aber hier handelt er. Richtig. Trotzdem, aber ja. Im richtigen Bewusstsein. Richtig. Er handelt trotzdem. Bei den anderen zwei macht man es nicht mehr, aber hier macht man es. Und das ist richtige Entsagung. Das Tun, so nicht das Aufgeben der Handlung, und das ist jetzt eben am Tyaga, aber das ist, was Krishna erklärt. Du handelst trotzdem. Und warum kannst du handeln? Warum ist das Entsagung? Weil das eine Handlung ist, die dich nicht verstrickt. Warum handelt man nicht? Warum meint man, oh, ich muss entsagen? Weil man sich ja entstricken will und meint, die Handlung verstrickt mich. Deshalb darf ich nichts tun. Aber wenn du richtig handelst, verstrickt das nicht. So, Krishna spricht ja ganz bewusst darüber, um auch eine gewisse soziale Ordnung aufrechtzuerhalten. Und warum sagt er das zu Arjuna? Weil Arjuna ja genau das machen möchte. Weil Arjuna sagt, ich will nicht handeln. Ich kämpfe nicht. Ich gehe da jetzt nicht raus und bringe die um, weil das verstrickt mich. Da bekomme ich Karma dafür und so weiter. Und wir zerstören also die Gründe im ersten Kapitel und so weiter. Und Krishna sagt, nein, wenn du das tust, das ist nicht Entsagung. Das motiviert von Rajas, primär Rajas, ja, weil du denkst, da wird jetzt körperliches Leid kreiert. Und auch von Tamas, weil du nicht bewusst bist, dass die Handlung, wenn du die richtig machst, gut ist. Und nicht nur gut, sich dich sogar befreit, weil du es sogar für mich tust. Deshalb handle, ja, aber sei nicht angehaftet an das Ergebnis. Ja. Samekritva labala bau, chaya chaya tata. Sukha dukkha samekritva. Same, ha? Sukha dukkha samekritva. Labala bau, chaya chaya. Doi dayu chasa navam avapsyasi. Ja, naivam papam avapsyasi. Du wirst kein Papa bekommen, aber wie musst du handeln? Chaya chaya. Nicht angehaftet an, ich werde gewinnen und dann haben wir Kurukshetra, ich bin der Meister, ich habe alle besiegt. Ne? Und auch nicht an Verlust. Samekritva. Ich vergesse immer. Sukha dukkha samakritva labo. Ja, ja, nee, die ersten zwei. Sukha dukkha samakritva. Sukha dukkha. Sei nicht angehaftet an Glück und Leid, an Gewinn und Verlust. Und wie gesagt, dann wirst du eben keine Sünde bekommen. Und deshalb auch dieser Vers hier. Ne? Das ist tugendhafte Entsagung. Tugendhafte Entsagung, handeln, aber nicht angehaftet an die Früchte und losgelöst. Aus Pflichtgefühl. Genau. Ja.
Also habe ich gesagt, das ist für mich zu wissen, Sagen wir es zu wissen führen. Wenn man das als Unwissenheit aufgibt, dann führt das ja nicht noch zu mehr Unwissenheit. Genau. Wenn man es in Leidenschaft aufgibt, führt es zu Leid. Richtig. Tugend, dann ist es halt richtig entsorgen. Das, soweit ich mich erinnern kann, haben das die Acharyas auch genauso bemerkt. Wenn man das Unwissenheit aufgibt, führt es zu Unwissenheit. Eigentlich soll ihn sagen, zu Wissen führen, führt zum Gegenteil. Und Prabhupada sagt auch, dass Leidenschaft in einem gewissen Punkt, sagt er das später auch, Handlung in Leidenschaft, aber auch Aufgabe in Leidenschaft von Handlung, führt zu Leid. Leidenschaft führt immer zu Leid. Warum? Du liegst im Bettchen, schön warm ist da drin. Und dann denkst, und dann Wecker läutet, 4 Uhr aufstehen, aber du stehst nicht auf, oh, ist kalt, du willst nicht duschen, körperliche Bedenken. Ja. So, du meinst, das Aufgeben der Handlung schützt dich vor Leid. So, wie führt es aber dann dennoch zu Leid? Ja, man muss trotzdem duschen gehen und alles und dann später seine Pflichten noch erfüllen. Aber dann sagst du nicht, ich dusche gar nicht. Wenn das Leid kommt. Aber ich dusche gar nicht. Wenn du sagst, dann muss ich später duschen, sag ich, ja, das dusche ich auch dann später nicht. Aber macht man halt, wenn man aufsteht. Hm? Macht man halt. Nee, aber das gebe ich auch auf aus Leidenschaft. So, ich stehe um 4 Uhr nicht auf, weil es leidvoll zu duschen. Und duschen an sich ist leidvoll, das heißt, ich dusche später auch nicht. Ja, weil Handlung und Leidenschaft zu Leid führen. Ja, aber warum denn? Ich schütze mich da gerade vor Leid, weil wenn ich jetzt duschen müsste und raus aus dem Bettchen, ich bleibe einfach liegen. Das ist doch viel schöner. Warum praktisch jetzt, meinst du das? Was genau auf diese Handlung? Ja, du sagst, Leidenschaft führt zu Leid, aber ich sag doch gerade, ich mache das nicht und das schützt mich gerade vor Leid. Ich bleibe im schönen, angenehm, warmen Bettchen liegen. Ja, eine Reaktion führt zu Leid. Ja, was für eine Reaktion? Ich liege einfach und ich schlafe dann weiter. Ja, schenkt man von dieser ganzen Bild, du schlagst dir, man hat keinen Geschmack, man wird unzufrieden. Du meinst, du bist unzufrieden, wenn du ganz lange im Schlafsack liegst? Ja, genau. Ja, was sagst du? Ja, und ich wollte halt, wenn du dann argumentierst die ganze Zeit mit dir selbst, oder? Du argumentierst mit dir selbst? Ja. Ja, wenn du so überzeugt bist davon, dass du gar nicht mehr mit dir argumentierst, da gibt es gar nicht keine, alle Elemente deines ganzen Selbst in Zustimmung, hier liegen zu bleiben. Kein Argument mehr. Vollkommen überzeugt. Ich dachte, ich wollte. Spann uns nicht auf die Folter. Doch, ich will noch über das, was ich. Wie? So, das ist doch der perfekte Zustand im Schlafsack. Das ist doch der perfekte Zustand. Draußen ist es so kalt und du guckst nur ein bisschen raus. Ach, ich liege hier, ist so schön, ich mach mal weiter. Man hat ja auch Pflichten zu machen, so wie Chanten und so. Also, das ist die Worte jetzt. Und dann kann ich die Pflicht nicht erfüllen. Das ist halt eine Unwissenheit, oder eigentlich? Das ist doch schön. Das ist eine perfekte Situation. Da muss ich gehen, irgendwann werfen wir mich raus. Da muss ich gehen, irgendwann. Genau. Ha, was? Wie ist jetzt die Frage nochmal ganz genau? Also, wie Leidenschaft, Aufgabe der Handlung von Leidenschaft zu Leid führt, wenn wir doch gerade bemerken, das führt doch gar nicht zu Leid, das wäre doch was Schönes. Wie die Aufgabe von Leidenschaft? Aufgabe der Handlung, die Handlung ist, ich muss aufstehen und duschen. Ja. Aber wenn ich das nicht tue, ja, dann ist das schöner. So, wenn Leiden, ist doch angenehmer, nicht... Ja, so, das ist ja meine Frage gerade. Aber Advaita hat es ja schon ein bisschen ob gesagt. Die oder nicht? Du stellst gerade die Frage, ob es tatsächlich zu leicht wird oder nicht. Ja. Das ist deine These. Richtig. Und Advaita hat das schon so ein bisschen bemerkt. Ja, ich habe Pflichten, dann kommen die anderen und sagen, die schmeißen mich dann vielleicht raus oder so. Ja, in späterer Konsequenz, klar, wird sowas kommen. Was sagt Govinda? Das ist ja auch, was du von uns auch schon sagtest, dass man sich dann eben näher in das materielle Dasein verstrickt, ne? Also die materielle Lebensauffassung. Und die führt dann wiederum, weil der Körper altert und dem viel Leiden unterliegt, wird es ja dann wieder zu mehr Leid. Sozusagen. Ja, letztendlich, Leid kannst du nicht entrinnen. Selbe wie mit gesunder Ernährung. Das Prinzip ist, von dem wir hier sprechen, das heißt, ich vergesse immer, diese zwei Handlungen mit sofortigem Ergebnis. Shreyas und Preyas. Ja. Das ist irgendwie was ich mir seit Jahren nicht merken kann. Aber es gibt immer die Wurst. Ich glaube, wenn man Sascha mit auf einmal so Aufmerksamkeit gemacht hat, der schreibt Shreyas, der hat mit Schule, School, ja. Shreyas und Playing. Ah. Ich spiele. Und wenn man in die Schule geht, dann hat man das später. Ja. Und wenn man spielt, dann immer gleich etwas erreichen. So habe ich mir dann gemerkt, wenn man Shreyas und Preyas. Ja, das ist das Beispiel, das Brahmut gibt, genau. Ja. Aber genau das ist der Punkt. Ja? Wir geben was auf, weil wir denken, jetzt kann ich genießen. Und du genießt jetzt, okay. In Leidenschaft, und das kommt ja auch noch später im 18. Kapitel.
Ja? Du genießt etwas, Glück in der Schadensfreude von Leidenschaft. Oh, am Anfang ist das oh, nice Geschmack, oh, im Schlafsack liegen bleiben, oh, so schön, so schön. Aber später Leid. In Form von, okay, die schmeißen mich raus. Und du kannst auch nicht ewig liegen, du liegst in deiner Soße, irgendwann tut es hier und da weh und so, oder? Ist doch so, ne? Riechst nicht gut und so. Da musst du schon sehr an Unwissenheit sein, das zu tolerieren, tagelang oder wer weiß was. Ne? Ja? Und das haben wir doch schon mal erlebt. Wenn wir zu lange geschlafen haben, boah, ist eigentlich anstrengend. So die Entsagung des Aufstehens ist nur im ersten Moment, Glück in Erscheinungsweise von Tugend, im ersten Moment, leidvoll, aber dann, ja? Und du quälst dich auf, gehst dann duschen und dann, und kalte Dusche zum Beispiel, das ist Entsagung in Tugend. Im ersten Moment, oh, ist leidvoll und dann ist es wunderbar und frisch. Ja? Doch so, habe ich heute wieder erlebt. Also diese kalte Dusche ist so gut. Jeden Tag das Gleiche, jeden Tag das Gleiche. Ne? Wann werden wir überzeugt und von uns schon freuen, jetzt kalt duschen, wunderbar. Ja? Das Ergebnis ist so gut. Ja. So, genau, so sprechen wir von Handlung in Tugend. Sie soll ausgeführt werden, aber nicht angehaftet an die Früchte und das Pflichtbewusstsein. So, das Aufgeben der Früchte, nicht jedoch das Aufgeben der Handlung selbst, ist das Zeichen von Tugend. So, die Früchte kommen, aber du gibst sie ab. Weil sonst ist es auch eine Handlung in Unwissenheit. Du handelst und bekommst keine Früchte. Früchte müssen kommen, aber wir sind nicht angehaftet und wir geben sie ab. Ja, wir dürfen nicht denken, ich handle einfach nur so. Angenommen, du kochst für eine Singer-Dave, dann willst du, dass das gut schmeckt. Für eine Singer-Dave und auch für die Devotees. Und wenn die Devotees dann, oh, schlecht, schlecht, und, oh, ist nicht so gut, dann bist du nicht so, ja, es war tugendhaft gekocht. Ich war nicht angehaftet, ob es gut oder schlecht schmeckt, nein. Aber du sollst nicht kochen und dann schmeckt es gut. Und warum kochst du? Ja, weil dann loben mich alle. Das ist Anhaftung, das Ergebnis. Ich koche jetzt und dann, und also Advaita, du bist doch der beste Koch und alle klopfen und du, ja, ja, mehr, mehr, ja, 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 ich bin der Beste. Ja. Fürs Ego, um das Ego zu polieren. Ja, das ist Anhaftung. Ja. Sondern nicht ans Ergebnis angehaftet. Ob ich gelobt werde oder geschmäht werde, kein Lob kommt. Weil du bist frustriert, wenn dann kein Lob kommt. Und alle ist nur, keiner sagt und du wartest. Sag doch endlich mal! Das gut schmeckt. Sagen Sie nicht, sagen Sie nicht. Und schmeckt gut? Muss man nachfragen. Und schmeckt gut? Ich kenne das von Lectures. Da habe ich so das Bedürfnis, ja, das ist halt so, und das bin ich ganz ehrlich, man möchte gelobt werden. Man möchte, dass die Wohlsen kommen, sagen, gute Lecture. Guter Vortrag. Sehr inspirierend. Toll, wunderbar. Ja, das ist halt einfach da. Und ja, das muss man aufgeben. Und wenn sie es nicht tun, dann fragt man, und, war gut, war der Vortrag gut? Ja, natürlich, sehr gut. Okay, danke. Ich muss ein bisschen nachhelfen. Wa? Das ist nicht gut, das soll man nicht machen. Ja. Aber gestern, als ich gefragt habe, ob die Puris gut schmecken, mich hat es nur interessiert, wie ob da nicht mehr. Da kann ich mich erinnern. Weil da war die Motivation nicht, da wollte ich jetzt nicht geloben, weil ich bin jetzt nicht so stolz auf meine Puris, das ist nicht so mein Fachgebiet. Aber ich wollte wissen, ob die Kombination zwischen Chili und Puderzucker irgendwie rauskommt. Aber ist nicht rausgekommen. Mehr Chili. Okay. Ja, das ist interessant, wie unser Ego so tickt, ja. Und wir können da ruhig mal drüber sprechen, wir sollen da drüber sprechen, weil wir sind immer so, wir sind Devotees und wir sind so rein und wir haben keine Makel und sollte mal in gewissem Forum drüber sprechen und sich Gedanken machen, mal ehrlich sein. Und das ist kein Problem. Heißt ja auch, vertraulich mitteilen, dass man es überkommen kann. Probleme überwinden. Gut, dann Vers 10 und 11 kommt jetzt noch. Nadveshti akushalam karma kushale nanu satchate tyagi sattva samavishto medavichim nasamshayaha. Jürgen? Der intelligente Entsagende in der Erscheinungsweise der Tugend, der weder unglückbringende Tätigkeiten hasst, noch an glückbringenden Tätigkeiten haftet, kennt in seinen Handlungen keine Zweifel.
Gut. So, Krishna geht jetzt noch ein in diesen letzten zwei Versen, die wir jetzt noch besprechen. Tag 3. Auf die Handlung eben in Tugend, wie wunderbar und wie mächtig die ist. Hier habe ich Ihnen ein Zitat von einem der Acharyas, nur in Englisch, da hatte ich nicht so viel Zeit zu übersetzen. So, this verse describes the quality of a renunciant in the mode of goodness. He does not hate that which gives pain. Akushana. Er hasst nicht das, was Leid gibt, wie zum Beispiel die kalte Dusche. Interessant, oder? Er hasst das nicht. So losgelöst, dass man keine Emotionen zu dem hat, was Leid, scheinbares Leid gibt. Ja? Such as taking, such as taking bath in the winter. Da haben wir es. He is not attached to that which gives comfort. Und ich muss dazu sagen, was heißt taking bath in the winter? Oftmals bezieht sich also auf kaltes Wasser, ja? Weil die gehen zum Fluss baden. Und natürlich ist der Winter jetzt in Indien auch nicht so kalt wie hier. Das ist auch klar. Weil hier bei minus 10 im Fluss baden gehen, da stirbst du praktisch wahrscheinlich. Also das wäre dann auch Tamaguna. Das wäre Selbstmord. In den kalten Fluss springen bei minus 10 Grad. Also ich glaube, das damit gemeint ist. Ja. Muss man dazu sagen. So, he is not attached to that which gives comfort. Ja, Kushale. Such as bathing during the summer heat. This is because he is firmly fixed in sattva. Sattva samavishta. And thus very discerning. Has steady intelligence, medavi, and does not doubt, china sangshaya, that performance of prescribed actions under difficult circumstances will produce knowledge. Ja, er hat keine Zweifel, dass die Handlung, die durchgeführt wird, obwohl es schwierige Umstände gibt, zu Wissen führt. Er weiß, wenn ich das tue, ich mache meine Pflicht, egal was passiert, in guten wie in schlechten Zeiten, dann führt das zu Wissen, zu dem Ergebnis. Such a person is known as a renunciant in the mode of goodness. So glorreich, so mächtig, Wahnsinn, so eine Einstellung zum Leben. Das ist meine Einstellung zum Leben. Und deshalb sind solche Personen sehr anziehend, weil sie so losgelöst sind, ja, so über den Dingen stehen, könnte man sagen. Weil wir sind ständig in den Erscheinungsweisen. Wirst du gelobt, fühlst du dich gut, wirst du stolz, wirst du egoistisch, und Stolz ist eine sehr hässliche Eigenschaft. Arrogant kann man dann werden. Und wirst du geschmäht, dann wird man zornig. Ja? Wir sind so in Erscheinungsweisen. Aber jemand, der losgelöst ist, sehr erhaben, oder? Sehr erhaben. Der nicht lamentiert. Und so eine Person, hier heißt es ja auch, fixt in Sattva. Der ist fixiert in Sattva. Der ist auch ein Beispiel für andere, eine Zuflucht für andere. Weil die anderen in den Erscheinungsweisen sehen, oh, ich brauche Hilfe. Und gehst du zu dem, der frei ist. So wie ein Guru. Sorry, was ist Renunciant? Ist ein Entsagender. Ein Entsagter. So, ich habe dieses Zitat so rausgenommen, weil das einfach stark ist. Ja? Weil das einfach stark ist. Und ein gutes Beispiel. Sehr, sehr mächtig, diese Eigenschaften zu haben. Srila Prabhupada sagt, ein Mensch im Krishna-Bewusstsein oder in der Erscheinungsweise der Tugend hasst nichts, was seinem Körper Schwierigkeiten bereitet. Er führt seine Tätigkeiten am richtigen Ort und zur richtigen Zeit aus, ohne sich von den Mühen zu fürchten, die die Erfüllung seiner Pflicht mit sich bringt. Drüber nachdenken. Vers 11. Nahi deha brita shakyam tyaktum karmanya sheshataha yastu karma palatyagi satyagi tyabhidiyate. Für ein verkörpertes Wesen ist es in der Tat unmöglich, alle Tätigkeiten aufzugeben. Aber wer in Furcht seiner Tätigkeiten entsagt, gilt als jemand, der wahre Entsagung ausführt. So, hier haben wir den Punkt. Das ist, was ich am Anfang erwähnt habe. Ja? Für ein verkörpertes Wesen ist es unmöglich, die Tätigkeiten aufzugeben. Solange wir einen Körper haben, müssen wir handeln. Wir können nicht im Schlafsack bleiben. Ich mache nichts mehr, nie wieder. Python-Yoga. Ja, Python-Yoga. Wir müssen handeln und deshalb soll man richtig handeln. Und das ist dann noch das Thema, das nachher kommt mit den Varnas und so weiter. So, aber wer den Früchten seiner Tätigkeit entsagt, gilt als jemand, der wahre Entsagung ausführt. So, hier habe ich ein Zitat, auch von den Acharyas.
But it is better, so das ist jetzt so ein Einwand, das ist Vishwanatha. Vishwanatha gibt manchmal so dialektische Erklärungen, Erläuterungen dialektisch. Also er geht so in verschiedene Argumente, die man einwenden könnte. So, but it is better to completely give up actions than simply to give up the results, because that complete renunciation of action will produce steadiness in jnana without disturbances. Interessanter Punkt. Er gibt den Einwand, aber es ist doch besser, ich gebe die ganze Handlung auf, als nur die Früchte, weil dann ist es leichter, Wissen zu kultivieren, weil man stetig wird. Warum soll ich noch handeln, mich verstricken? In der Zeit könnte ich doch Wissen kultivieren, direkt. Guter Einwand. Und er sagt, actions cannot be given up at any time when a person is embodied. Erster Punkt. Aber der Punkt ist, ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Besser wäre natürlich, du handelst gar nicht mehr. Aber du hast einen Körper und du hast Gunas, die dich bedingen, und du musst handeln, wie jetzt Arjuna. Er muss handeln. Er kann das nicht aufgeben. That has been said before, Nahika Shikshanam Api, Bhagavad Gita 3.5. Therefore, the person who performs activities but gives up the results is actually the Tyagi. So, das ist der Punkt. Du musst handeln, weil du einen Körper hast, der aus Erscheinungsweisen besteht. Aber das ist praktisch nur, das ist ja für jemand, der entsagen möchte. Das ist ja für jemand, der sagt, wie ein Devotee. Ein Devotee möchte entsagt leben. Der möchte nicht jetzt Materialismus in Form von vielleicht Haus und Kindern und all sowas. Ja? Möchte er nicht. Er weiß, ich will zu Krishna. Aber er hat den Drang. Er sagt, intellektuell verstehen wir. Wir wollen nicht Frau, Haus, Kinder, also ein Zeug. Aber das Herz will es doch. Deshalb, du musst es tun. Aber du machst es für Krishna. Ja, so, das ist halt der Punkt. Du musst es tun, weil du hast den Körper, du hast die Gunas. Intellektuell verstehen wir das alles. Klar, besser nicht. Aber du musst es tun. Deshalb, so kannst du es ausleben. Aber wenn du angehaftet bist als Ergebnis, dass du denkst, oh, die Frau, die Kinder und das Geld und das alles für mich, dann wirst du nicht frei von dem, was du ja vorher schon aufgeben wolltest. Du hast dir verstanden, du brauchst das nicht, aber geh, tu es für Krishna. Aber wenn du denkst, die Früchte, das alles für mich zum Genießen, dann wirst du nicht frei davon. So, das ist dieser Unterschied. So, das ist, was er jetzt sagt. So, the person on the level of Sanishta, devoid of the conception of being the doer and devoid of desire for results, should perform all actions to the best of his ability with the object of attaining jnana. So, du machst das alles, um dann zu verstehen, dass es leidvoll ist, zum Beispiel, jetzt, was ich als Beispiel gebe. So, this is the conclusion of the Lord. Und Prabhupada gibt jetzt einen sehr interessanten Punkt in dieser Erläuterung. Wir haben noch 4 Minuten, wir schaffen das. So, er sagt, es gibt viele Mitglieder der internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein, die in einem Büro, in einer Fabrik oder an irgendeinem anderen Ort sehr hart arbeiten und den ganzen Verdienst der Gesellschaft zur Verfügung stellen. So, die möchten vielleicht denken, hey, ich soll nicht arbeiten. Die denken, oh, es ist leidvoll im Büro und Arbeit. Ja? Aber die haben irgendwie die Neigung zum Handeln, deshalb sollen sie es tun. Und Robert sagte, diese Seelen befinden sich auf einer sehr hohen Ebene. Sie sind eigentlich Sannyasis und befinden sich im Lebensstand der Entsagung. Faszinierend, ja? Sie gehen arbeiten, aber sie machen es rein für Krishna. Und dann ist das wie, das ist ein Sannyas. Gut. Vers 12, letzter Vers. Anishtamishtam mishram chatravidam karmanapalam bhavatya tyaginam pretya natu sannyasinam kvachit. Gewinner? Jemandem, der nicht entsagungsvoll ist, fallen nach dem Tod die dreifachen Früchte des Handelns zu, wünschenswerte, unerwünschte und vermischte. Diejenigen aber, die im Lebensstand der Entsagung stehen, brauchen solche Ergebnisse nicht zu erleiden oder zu genießen. So, nochmal zur Schlussfolgerung in dem Zusammenhang. Krishna sagt, wenn du in tugendhaft handelst, dann bekommst du keine Reaktion. Wenn du so handelst, bekommst du keine Reaktion, im Besonderen, wenn du halt für Krishna handelst. Und er sagt hier, die dreifachen Leiden, wünschenswerte, unerwünschte und vermischte. Und Srila Prabhupada sagt in der Erläuterung, eine Wort-für-Wort-Übersetzung, was sind die? Anishtam, zur Hölle führend. Ja?
Ishtam zum Himmel führend, Mishram vermischt. Die Acharyas erklären, das Vermischte bezieht sich auf die menschliche Lebensform. So, die dreifachen Früchte sind höllischen, himmlischen und menschliche. Das, was die Acharyas erklären. So, so mächtig ist eine Handlung, der praktisch im Geiste entsagt wird, aber nicht in der Aktivität. Das könnte man als Schlussfolgerung sagen. Im Geist entsagt, speziell die Früchte, aber in der Handlung, in der Aktivität, führt man das eben aus, in diesem Geisteszustand. So, Krishna spricht hier über Bewusstsein. Das Bewusstsein. Und nicht einfach nur ein physisches Entsagen. Und das ist die Entsagung im Bewusstsein. Ja? In der Handlung. Das sind immer die drei Erscheinungsweisen, höllisch, unwissen, natürlich und menschlich, Leidenschaft. Ja, das wird auch vorher mal gesagt, richtig. Ja, so ein wichtiges Prinzip, so wichtige Philosophie, die wir haben in diesen Erscheinungsweisen. Gut, das war, wir haben es pünktlichst geschafft. 5 Sekunden vor Schluss haben wir genau das geschafft, was wir schaffen wollten. Und am Nachmittag fängt der zweite Abschnitt an, dann die Handlung. Dann gehen wir noch mehr ins Detail der Handlung. Ja, jetzt, das war schon detailliert, aber wir gehen dann, Krishna geht noch mehr ins Detail. Ja? So, Bhagavad Gita ist so analytisch. Wunderbar. Srila Prabhupada Ki. Ciao.